Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute im Industriesalon in Schöneweide, umgeben von Elektronenröhren. Und bei mir ist Winfried Müller. Herr Müller, Sie haben ja Ihre berufliche Vergangenheit mit diesen Röhren verbracht. Inwiefern? Insofern, dass ich 31 Jahre im Werk für Fernsehelektronik tätig war und wir mit diesen Röhren und mit der Vielfalt dieser Röhren zu tun hatten. Das war aber nicht hier an diesem Standort. Nein, der Standort ist in der Wilhelminenhofstraße, Ecke Ostendstraße. Das sind markante Behrensgebäude mit dem großen Turm. Der Turm, um gleich mal vorweg zu sagen, der war also nicht ein Ausdruck von Machtbewusstsein dieses Industriebezirkes, sondern war ein Wasserturm. Die Technik ist nach der Wende gerettet worden. Also wir hatten Zugang, weil wir über ABM im Hause noch waren. Und haben dann also Dinge, wo wir glaubten, die müsste man erhalten für die Nachwelt, weil diese Technologie heute nicht mehr verwendet wird. Die haben wir also eingesammelt und in vielen Räumen untergebracht. Und über die Zeit lagerten sie dort bis etwa 2009. Und dann ergab sich eine Situation, dass wir hier diese Halle in ehemaligem Drohgelände, im Transformatorenwerk Oberschöneweide, einziehen konnten und die auch ausbauen konnten und dann die darstellen, diese Technologie. Von Einzelteilen bis zum fertigen Teil. Wenn Sie sagen gerettet, dann heißt das, welche Pläne gab es mit diesem Werk und mit der Technik? Das ganze Werk wurde ausgeräumt, es wurde alles verschrottet. Es gibt Fotos aus dieser Zeit, wo also Stühle, Messeinrichtungen, alles auf den Hof geschmissen wurde, Rohrleitungen rausgeschweißt, also wurde besenrein leer gemacht. Und da haben wir den Zugriff gehabt, auch erlaubt den Zugriff, konnten also die Dinge hier erstmal sichern. Die Zukunft war uns damals nicht klar, dass wir mal hier landen würden. Also wir waren da auch blauäugig und glaubten, man muss es erstmal machen. Und es hat sich ja, leider war dann die Distanz dazwischen fast 20 Jahre, bis wir das jetzt hier wieder vorholen konnten. Die Elektronenröhren im herkömmlichen Sinne, wie sie jeder kennt, als Radioröhren, die sind sowohl in Fernsehempfängern als auch in Rundfunk- und Tonbandgeräten. Diese Zeit lief aus Ende 1968. Die Röhren für Spezialanwendungszwecke, Radargeräte, für Mikrowellenerzeugung oder für die Richtfunktechnik, für Rundfunk- und Fernsehsender, da wurden noch Elektronenröhren verwendet bis Ende 2000 etwa. Und es verlief sich dann allmählich, je mehr also die Halbleitertechnik in der Lage war, diese Frequenzen also mit Halblettern zu erzeugen und auch diese Leistung zu erbringen. Und hier zeigen Sie einerseits, wie diese Röhren hergestellt wurden und auch, wo sie angewendet wurden. Richtig. Also diese Seite hier, das sind die typische Arbeitsplätze, wo meistens Frauen arbeiten. Und denn Männer waren es meistens, waren die Glasarbeit machten, die Glaseinschmesser waren Glasbläser. Da sieht man also hier solche Arbeitsplätze für Glasbläser. Und dann haben wir auch maschinelle Einrichtungen als Hilfseinrichtungen. Und hier hinter mir, also wenn wir da lang gucken, das ist die Anwendung der Röhren. Wo landen die? Das ist eine Fertigröhre, eine fertige kleine Senderöhre, eine kleine, es gibt ja auch sehr große. So, nicht? Und bei allen Röhren, ob die als Senderöhre benutzt werden oder als Rundfunkröhren damals, die haben aber immer dieselbe Eigenschaft, die sollen was verstärken. Also was hier aus dem Mikrofon rauskommt, das ist ja sehr winzig an Spannung und die werden über verschiedene Stufen mit Röhren verstärkt. Heute macht man es eben mit Transistoren. Das ist jetzt so die einfache, schnelle Erklärung fürs Volk. Und diese Maschine hier, was konnte die? Die Maschine, das Ziel ist, diese Röhre so zusammenzusetzen, wie sie hier in der Hand zu sehen ist. Aber vorher sind es zwei Einzelteile. Das Oberteil mit der Anode hier drin, das ist Graphit.
Und hier nehme ich mal von einer anderen Röhre, die etwas eine Nummer größer war. Da ist also hier innen sind Elektroden drin, die werden, das soll also zusammengeschmolzen werden. Mhm. Das macht die Maschine. Hier oben befindet sich das Oberteil, der Kolben, der dreht sich. Und unten hier befindet sich das Unterteil, das dreht sich auch. Und beides wird also zusammengeführt mit Hilfe dieser Handräder. Und dann kommt hier also eine Gasflamme raus, viele Gasflammen. Und die machen das Glas weich, erweichen es und dann verschmilzt es, verfließt es. Dann ist das System, die Röhre, erstmal so weit fertig, dass er anschließend luftleer gepumpt werden kann. Herr Müller, dann haben Sie quasi hier nochmal Ihre zweite berufliche Karriere begonnen. Ja, kann man so sagen. Also das ist natürlich auch ein sozialer Aspekt, dass man, es kommen ja noch andere Leute her aus. Wir treffen uns immer mittwochs, sind wir so 6 Leute, die aus dem Werk für Fernsehelektronik kommen, teilweise in der Produktion, technischer Leiter und so weiter, und haben das hier so im Laufe der Zeit optimiert. Stand ja nicht alles auf Anhieb gleich sofort, als wir hier einzogen. Der Einzug war ja dramatisch damals gewesen. Und alles erstmal reinschieben und dann sortiert sich das hin und her. Aber wir glauben, jetzt sind wir im Endstadium. Sie machen hier Führungen, das ist jetzt das, was... Wir machen Führungen und erzählen den Leuten, wer da kommt. Also das können Gruppen sein, Rentnergruppen, Jugendliche, Einzelpersonen. Es kommen aber auch Leute, die mal im Werk waren. Ja, jetzt sind ja alles schon sehr alte Knaben und Damen, die dann sich nochmal erinnern. Und manche machen dann so ihre jährlichen Ausflüge, die gehen erstmal irgendwo essen, dann kommen sie hier vorbei. Und dann sitzen, haben wir hier ein paar Mal gehabt, Damen, die dann sich, sind alles schon kräftige Adler, die dann mit einer Lupe sitzen und dann gucken, bringen teilweise ihre Werkzeuge mit. Das ist putzig. Also das macht Spaß und die leben dann nochmal auf. Nicht? 1990 war zunächst mal 0 Stunden Kurzarbeit und dann wurden in 3 großen Gruppen wurde das Werk leer gewendet, platt gemacht, wie man auch sagte. Und es war für uns, also für unsere Abteilung beispielsweise, gar keine große Enttäuschung, weil wir wussten, was also die Konkurrenz macht. Und wir wussten, dass also die Dinge, die wir machen, gerade so im Halbleiterbereich, wir haben ja auch Flüssigkristallanzeigen hergestellt für Taschenrechner, für Uhren und so weiter, die wurden ja schon nicht mal in der Bundesrepublik, also in Westdeutschland hergestellt. Das ging ja alles, kam ja schon alles aus Asien. Da konnten wir hier in unserer Insel, also da sahen wir kein Land. Ich war ja dann fast schon im Rentenalter und wir haben damals bald nach der Wende ein Papier gemacht an den Werkleiter, das waren ja noch die alten Herren von früher, und haben ihnen gesagt, also wir haben ja da die Ausstellung, und es kamen ja ständig Firmen aus Europa, von allen Firmen, die Farbfernsehbildröhren herstellten, ob das Nokia war oder die Franzosen, Italiener, Westdeutschen, Philips, die kamen alle gucken, ob sie was erben konnten. Und sind dann wieder gegangen. Und in der Phase haben wir, das hatten wir dann gesagt, das wäre dann die Gelegenheit, denen immer zu zeigen, wie leistungsfähig wir sind. Wir hatten ja ein Museum Technik im Turm, ein Werksmuseum, also anders gestaltet als hier. So, und Das war dann noch der Turm im ehemaligen Werk. Ja, das war der Übergang. Nicht? Und dann kam aber die Zeit, ABM war zu Ende und die Südkoreaner waren also wenig interessiert. Die haben also mit der Röhrentechnik überhaupt nichts. Aber gut, das ist aus der Tradition. Ja, die kamen gleich nach dem Koreakrieg aus der Landwirtschaft in die moderne Technik rein. Samsung hatte das übernommen. Gut, und die haben das so lange geführt, das war bis 2005, bis also der Flachbildschirm praktisch das Ende bedeutet. Also diese
klassischen Bildröhren, diese schweren Glasbildröhren, waren nicht mehr verkaufbar, auch nicht nach Afrika oder so. Da mussten Sie auch wieder raus aus dem Turm, Ende mit dem Museum. Das wurde dann eingepackt. Das wurde eingepackt und im Werk eingelagert. Und da lagerten ja schon diese großen massiven Dinge, wie sie hier im Umfeld zu sehen sind. Und da lagerten sie und wir hatten die Hoffnung aufgegeben. Also ich hatte mich dann noch mal mehrmals bemüht, also aus der touristischen Ebene noch irgendwie in Bewegung zu bringen über den Bezirk Köpenick und mit diesen und jenen geredet. Wir haben doch und dort ist doch, ja, ist ja gewaltig, machen wir und so. Nichts ist passiert, das war zu erwarten, aber es war ein Versuch. So, und dann kam ja die Situation 2009, dass das Werk Besenrein gemacht werden musste mit. Also Räume mussten leer gemacht werden, für die keine Miete bezahlt wurde. Wir hatten ja keine Miete zu bezahlen. Und da stand dann die Entscheidung, was macht man mit dem Ganzen? Und da war ein ganzes Konsortium von Leuten da. Und die haben dann beschlossen, wir müssen das erhalten, nicht verschrotten. Und dann ergab sich eine Situation, dass wir hier in diese leerstehende Halle erstmal rein konnten und das retten konnten. Es gibt ja viele solche historischen Dinge, also auch Handwerk. Und hier ist ja viel Handwerk zu sehen, Glas, Metallurgie, Keramik, diese Dinge. Und die sind eben sehenswert. Wo kann man die sehen? Nicht gerade im Deutschen Technikmuseum, da sehe ich keine Elektronenmikroskope oder ich sehe keine Glasbearbeitung. Das ist aber hier vorhanden.